Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Moin Moin, hier ist wieder der Ramirez Sun. Ich sitze hier noch in der Morgensonne von Ibiza, diesmal am Punta del Calavari. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich war das eher italienisch wie spanisch ausgesprochen. Ich kann beide Sprachen nicht. Heute schon der fünfte Teil von Ramirez Suns Two Cents und heute geht es um das Thema Reisen zu zweit. Warum ist es für mich speziell ein Thema? Gerade weil ich mit dem kleinen Melo-Kind immer unterwegs bin. Und deswegen ist das für mich schon ein großes Thema. Was sind die Vorteile, Reisen zu zweit? Die Vorteile sind ganz klar, man hat was zum Quatschen. Ihr wisst gar nicht, wie langweilig es manchmal sein kann, wenn man 7 Stunden hin und 7 Stunden zurück zum Gig fährt und die ganze Zeit allein ist. Okay, man kann ein bisschen Social Media machen, man kann ein bisschen E-Mails schreiben, aber das wird dann auch irgendwann langweilig. Und auch Netflix und Amazon Prime sind da einfach nicht mehr die beste Ablenkung. Deswegen ist es, wenn man sich gut versteht, einfach super, wenn man zu zweit reisen kann. Die Vorteile, die darüber hinaus noch entstehen, sind, dass man einen guten Komplettpreis machen kann, wenn man natürlich von der gleichen Agentur kommt und auch natürlich etwas flexibler oder beziehungsweise die Agenturen etwas flexibler mit der Booking-Fee sind. Und was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man jetzt eine Booking-Agentur oder ein Label ist, dass man halt so eine Label- oder eine Booking-Night macht und der Veranstalter dann somit so ein schönes Gesamtpaket bekommt. Außerdem auch, finde ich, was nicht von der Hand zu weisen ist, ist zum Thema Gesamtpaket, wenn das Team, also die zwei DJs, die jetzt aber nicht Back-to-Back spielen, eingeladen werden und sich musikalisch einfach gut addieren. Der eine spielt zu Peak Time, der andere spielt das Closing. Dann hat der Veranstalter den Vorteil, was musikalisch sehr Rundes zu haben. Und die beiden DJs sind auch entspannter, wenn sie ankommen, gerade weil sie sich eben mit Quatschen etc. ablenken konnten. Außerdem kann man auch ein bisschen aufeinander aufpassen. Das heißt, irgendwie der eine irgendwie verbaselt aufzustehen, weil der Wecker nicht geklingelt hat. Oder wenn es darum geht, einen Zug zu bekommen und der andere nicht so genau weiß. Man vergisst einfach deutlich weniger, wenn man zu zweit unterwegs ist. Gerade wenn man 3 Stunden geschlafen hat, dann schnell irgendwo hin muss. Das klingt jetzt alles natürlich so ein bisschen, als wenn wir es nicht schaffen würden, unseren eigenen Zug oder so zu bekommen. Aber das kann einfach mal in einer durchfeierten Nacht untergehen und wenn man zu zweit ist, passiert es einfach weniger. Und ich muss sagen, ich bin ganz glücklich drum, dass ich oft mit Melo-Kind reisen kann, denn ich mag den Kleinen sehr gerne. Wir haben viel Spaß, das kann man auch in unserem Tourblog sehen. Ich verlinke ihn euch mal hier unten in der Videobeschreibung und wenn ihr selber DJs seid, würde ich gerne mal wissen, wie eure Erfahrungen sind, wenn ihr zu zweit losfahrt. Nicht nur, wenn ihr ein Team seid, sondern einfach auch, wenn ihr 2 autarke DJs seid, die hintereinander oder auf verschiedenen Bühnen nebeneinander spielen. Was sind so eure Erfahrungen? Und wenn ihr noch keine DJs seid und Fragen zu dem Thema zu zweit auflegen oder auch zu zweit losfahren zum Gig habt und da irgendwelche Fragen mir stellen wollt, gerne auch in die Kommentare. Und meine Musik und meine Homepage und alle anderen weiteren Videos findet ihr hier auch hier unten, inklusive einer Playlist zu den weiteren Ramirez Suns Two Cents. Wie gesagt, dran denken, diese Ramirez Suns Two Cents sollen zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen und sind meine ganz subjektive Meinung. Und hiermit entlasse ich euch nun mit einem schönen Blick über die Punta del Calavari auf Ibiza. La 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 la